Selbstredend blieben wir noch eine Weile in Moskau, um ein paar Erinnerungen zu erwecken. Doch selten waren welche positiver. Zum Glück war ich in mir angenehmer Gesellschaft. Meine Kalypso, du musst dich ausruhen, denn wir haben eine sehr lange Nacht vor uns. Also dann kehrten wir per Aeres nach New York zurück. Captain Curtis on Dover Question. New York. Sergei, hast du auch dein gutes altes Jägerkostüm dabei? Geht der Löwe ohne seine Mähne auf die Jagd? In meinen eigenen vier Wänden machte ich, auf alles gefasst, eine überwältigende Entdeckung. Hatte Kalypso mir doch nahegelegt, ich käme aus einer verarmten russischen Adelsfamilie. Materiellen Besitz hatte ich zumindest. Ich ließ mich sogleich in einen bequemen Sessel nieder. Dort begann ich dann, in meiner vergleichsweise glücklicheren Vergangenheit in der afrikanischen Savanne zu verbringen. Klar musste ich zuerst an all die gefährlichen Gegner dort denken. Doch man muss sich seinen Ängsten stellen und darf nicht wie ich früher aus niederen Gründen kämpfen. Seit wann bist du so ernst gestimmt, Frau Doki? Es ist aufgrund folgenden Vorfalls. Die Wunden eines Mannes, der sich der Rache verschrieben hat, werden niemals verheilen. Francis Bacon. Rache ist ein schlechter Grund, um auf die Jagd zu gehen. Vielleicht hast du recht, aber das stört mich nicht. Sorry, Hardokiden. Aber hier gilt eben das Recht des Stärkeren. Fressen statt gefressen werden, lautet die Devise. Vielleicht habe ich mich gegenüber gewissen Lebewesen gar nicht richtig verhalten. Ich fühle mich, als wäre ich gerade aus einem Albtraum erwacht. Ungerecht, egoistisch, rachsüchtig und mit Vorurteilen belastet ist eben jeder einmal. Doch richtig ist es deshalb noch lange. Weiter gedachte ich all meinen Freunden, ihnen allen voran natürlich Schaden. Klar, Chef. With the spirit of the mountain called Monkey was enough. Then one day, the mountain called Monkey had spoken. There was only fire. And then nothing. Nun schritten meine Gedanken zum absoluten Wendepunkt vor. Ihr wisst ja, jene schicksalhafte Dschungelexpedition, die mich von Löwen halb tot gebissen, dazu veranlasste, ein Serum mit unangenehmen Nebenwirkungen einzunehmen. Ich muss ihm dieses Serum verabreichen. Später, nachdem ich mich erholt hatte, experimentierte ich unter anderem mit dem Knochenmark von Löwen, um die animalischen Wutausbrüche aufgrund des Serums zu beheben. Ein Löwe brach aus und attackierte mich, immer getrieben, aber ich parierte seinen Angriff und schlug ihm meinerseits die Zähne aus. Doch in dem Moment, in dem ich mich in Sicherheit wiegte, setzte er erneut zum Angriff an und biss mir blutunterlaufen eine tiefe Wunde in den Arm. So vermischte sich sein Blut mit meinem und ich mutierte fortan zu Lion Man. Es dauerte lange Zeit, bis ich die Rage zu vermindern vermochte. Ja, und den Rest hat Kalypso uns ja erzählt. Dann weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Lieber eine Band.
lebendiges Tier als ein Toter. Hollow Kingdom kann ich vielleicht auch von meiner Vergangenheit erzählen. Klasse! Ich stamme wie er aus einer adligen Familie, jedoch aus einer japanischen. Meine Eltern habe ich nie richtig kennengelernt, denn ich wuchs in einem Kloster auf. Später begann ich den afrikanischen Busch auszukundschaften. Dort begegnete ich auch einem Expeditionsführer, der für seine scharfen Sinne bekannt war. Meine Wenigkeit! Wir freundeten uns schnell an und starteten jene von Calypso geplante Expedition. Den Rest kennt ihr ja. Ich nahm das Serum in der Höhle und die Kraft der Elemente ging auf mich über. Mehr weiß ich nicht mehr. Vielleicht hat Calypso auch meine Erinnerung manipuliert. Pass auf, wie du über sie sprichst. Sorry, Hodokido. Es gibt nichts zu vergeben. Nicht nach allem, was du für mich und Sergei getan hast. Denn mit Calypso Ichiki gewann unseren ersten Mitstreiter. Ein nicht zu unterschätzenden, wie ich ausdrücklich betonen möchte. Schließlich besitzt sie nicht umsonst schwarze Magie, gegen die ja selbst ich machtlos war und die so gegen die Naturgesetze verstößt, dass für einen Nicht-Magier, einschließlich mir und Element, unmöglich ist, sie auch nur im Ansatz zu begreifen. Nun, meine kleine Calypso, yeah. Du hast es mal wieder geschafft. It was my way. In der Mythologie ist Calypso die Göttin, die dem Helden Odysseus das Leben schenkte. Bis zum dritten Abenteuer.